Das ist Torben. Er arbeitet als Maschinenbauingenieur und bekommt den Auftrag, die Fertigstellung einer technischen Anlage in Oaxaca, Mexiko abzunehmen. Er wendet sich an seine Travel-Managerin Svenja, die Dienstreisen bucht, organisiert und überwacht. Sie informiert sich im Länderportal von A3M über Mexiko und bucht anschließend die entsprechenden Flüge. Auch Torben möchte wissen, was für Risiken ihn in Mexiko erwarten könnten, und erhält per E-Mail ein Länderdossier. Im Global Monitoring System kann sich Svenja jederzeit auf einer Karte informieren, wo sich ihre reisenden Kollegen befinden und welche aktuellen Ereignisse deren Geschäftsreisen beeinträchtigen könnten. Kurz vor der Reise erhalten Svenja und Torben per Mail und SMS einen Travel Alert, dass es aktuell in Mexiko zu politischen Unruhen mit Beeinträchtigungen der Infrastruktur kommt. Torben tritt die Reise dennoch an und wird nach Ankunft in Mexico City über die Global Monitoring App auf seinem Smartphone informiert, dass wegen der Unruhen der Flughafen in Oaxaca auf unbestimmte Zeit geschlossen ist. Svenja und ihre Chefin Nina erhalten einen Report zu den Unruhen inklusive der potenziell betroffenen Reisenden. Nina ist besorgt und hält mit Svenja Rücksprache zu Torbens Situation. Diese schlägt ihm vor, sich vor Ort ein Auto zu mieten. So schafft er es pünktlich, die neue Anlage vor Ort abzunehmen. Svenja ist froh, dass alles geklappt hat und es Torben gut geht. Nina ist erleichtert, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde und sie als Geschäftsführerin ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihrem Mitarbeiter gerecht wurde.